Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja, guten Tag, Herr Herbert. Mein Name ist Katharina Nowak. Ich melde mich von Alpamarkt. Können Sie uns noch zuordnen vielleicht? Bitte, was soll ich machen? Sagt den Alpamarkt etwas. Kennen Sie uns oder nicht? Der alte Markt? Das ist doch da, wo die Postfiliale ist, ne? Ja, was ist denn da? Nein, Alpamarkt. Es geht um Trading, Onlinehandel. Was möchten Sie denn jetzt von mir? Ich wollte Sie informieren, dass Sie Interesse gezeigt haben. Haben Sie denn kurz Zeit? Wie sieht's aus? Ja, das passt. Sie auch Zeit? Das hört sich sehr, sehr beschäftigt an bei Ihnen. Also ich habe Zeit. Haben Sie Zeit? Ja, ich richte mich nach Ihnen. Ich bin ganz der Gentleman. Aha, okay, gut. Ja. Herbert, wir haben Ihnen ja letzte Woche Montag eine E-Mail versendet. Haben Sie es denn vielleicht gelesen? Och, nö, ich war schon länger nicht mehr am Computer, ne? Also wir befassen uns ja mit Forex, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe und so weiter. Sie wissen ja, was das ist, richtig? Ja, das hat man alles schon mal gehört, ne? Okay, super. Haben Sie denn Erfahrung vielleicht in diesem Bereich, Herr Herbert? Hab ich was? Bitte, Sie sprechen so schnell, ich komme nicht hinterher. Ob Sie Erfahrungen haben? Haben Sie früher gehandelt? Ich war ja, sag ich mal, 40 Jahre lang der Vorsteher vom Wochenmarkt, ne? Wirklich? Wow. Ja. Okay, das hört sich, haben Sie ja Ahnung, ne? Na, das hört sich größer an, als es ist. Ich habe halt die Stände zugeteilt und abkassiert und so. Das war jetzt keine lobtragende Tätigkeit, ne? Aber man kannte mich, das war toll. Okay, aber das heißt, zurzeit sind Sie nirgendwo aktiv, oder? Nur im Garten ein bisschen, aber ansonsten ist momentan gesundheitlich nicht so, ne? Okay. Nun, also Herbert, ich wollte Ihnen ja nur Bescheid geben, dass wir diesen Monat eine Neukundenakquise haben. Das heißt, wir möchten Ihnen eine Möglichkeit geben, uns auszutesten. Investieren müssen Sie nicht direkt, sondern Sie werden von uns einen 100%igen Bonus bekommen und Sie handeln dann mit diesem Bonus für 2 Wochen. Also, und damit kann ich Sie persönlich dann ausprobieren, ja? Genau, also Sie können uns ja austesten durch den Bonus für 2 Wochen. Und nach der Testphase können Sie sich dann auch entscheiden. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, danach können wir gerne weitermachen mit Ihrem Kapital. Falls nicht, zahlen Sie alles aus und wir gehen getrennte Wege, Herbert. Ja. Also Sie bekommen natürlich auch einen Finanzberater, einen Broker, der das Ganze für Sie verwalten wird. Das ist ja großartig. Genau, also Sie müssen sich keine extra Zeit nehmen oder Sie müssen ja nicht direkt immer ins Rechner sein, ne, sondern wie gesagt, wir verwalten... Wo soll ich sein? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich komme nicht auf hinterher. Auf Ihrem Rechner, Sie müssen ja nicht die ganze Zeit auf Ihrem Rechner schauen. Verstehen Sie? Das, weil das wir werden ja das nicht. Alles für Sie verwalten. Ach so. Genau. Also wie gesagt, jeden Monat können Sie bei uns natürlich zwischen 20 bis zu 30% Rendite erwirtschaften und ich denke, das ist nicht wenig so viel? Für Sie. Also ich sage nicht, dass Sie jetzt so Millionär werden, aber Sie könnten schon etwas nebenbei verdienen. Das ist möglich bei uns. Das hört sich doch, also ich finde jetzt nicht, dass das wenig ist, ne? Naja, manche Kunden finden das ja wenig. Normalerweise ist ja... Ach. Man soll mal dankbar und zufrieden sein. Also ich sage ja immer, man soll froh sein, dass man, jetzt muss ich überlegen, wie der Spruch nochmal geht, den ich so toll finde. Man soll ja froh sein, dass man das hat, was man hat und manchmal dankbar dafür sein, dass man nicht das kriegt, was man verdient. Das ist ziemlich philosophisch. Wow. Wow, schöner Spruch. Das ist vom Herrn Rainer Winkler, der ist ja so ein Philanthrop und Philosoph. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Wie alt sind Sie denn, Herr Herbert, wenn ich fragen darf? Nochmal bitte? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Bin 76. 76, wow. 76, ja. Sie haben sich ja gut gehalten, ne?
Nochmal was, bitte? Sie haben sich gut gehalten, Herr Herbert. Aber woher wollen Sie das denn wissen? Ja, Sie klingen sehr nett und sympathisch und fit. Ach so, na, danke, danke. Sie sind ja gerade zu Hause vielleicht? Ja, natürlich, sonst würden Sie mich ja auf dem Festnetztelefon nicht anrufen. Genau, habe ich mir auch gedacht, ne? Sie haben ja zu Hause einen Rechner, richtig? Ja, ja. Okay, ist der denn gerade an? Haben Sie ihn gerade neben sich? Nö, das ist wahrscheinlich mal mehr so, der steht ja immer in der Einfahrt, ne? Das ist ein Blickfang. Mhm. Nun, ich würde Ihnen ja unsere Plattform mal zeigen. Und ich würde Ihnen das Ganze halt langsam erklären, dann würden Sie es ja auch dann verstehen. Na, Herbert, das was ist soll ich denn verstehen? Ja, diese Angebote, den ich ja gerade gesagt habe, mit dem Bonus. Ja, muss ich da denn irgendwas zu tun, oder was möchten Sie jetzt machen mit mir? Nein, ich will Ihnen nur unsere Plattform zeigen. Ja, die kenne ich ja, wenn ich mich da schon angemeldet habe, ne? Ohne Herbert, wir machen es so, wenn Sie möchten, ich kann gerne alles für Sie einrichten und Sie aktivieren halt nur das Konto. Zum Beispiel, Herr Herbert, die Mindestsumme ist ja bei uns 200 Euro. Also wenn Sie das Konto mit 200 Euro aktivieren, automatisch bekommen Sie noch 200 von uns als Bonus. Ach so. Insgesamt haben Sie dann 400 Euro. Ihr Eigenkapital bleibt auf Deposit, auf der Seite, es wird nicht angefasst. Und wir handeln dann nur mit unseren 200 Euro Bonus. Das ist ja gut, oder? Genau. Und wie gesagt, nach 2 Wochen können Sie sich dann entscheiden, ob Sie dann weitermachen mit Ihre 200 Euro oder aussteigen möchten, Herr Herbert. Aha, das hört sich ja gar nicht mal Testphase, damit Sie uns kennenlernen, Vertrauen aufbauen, damit Sie sehen, wie wir funktionieren. Und wie gesagt, später haben Sie jederzeit eine Auswahl. Haben Sie denn auch einen Roboter? Auf jeden Fall, ein Robotrader, meinen Sie? Ja, da habe ich auch schon von gelesen. Habe ich jetzt ja auch schon überlegt, mir anzuschaffen, weil ich merke, es im Garten ist halt auch nicht mehr so einfach. Ne? Nee, also wir haben auch einen Robotrader, dann wird das Ganze halt automatisch ablaufen. Wie heißt denn der? Meiner Meinung nach, Herr Herbert, würde ich Ihnen raten, besser einen Broker zu nehmen, einen Berater, als einen Roboter, weil der Roboter hat ja keine Gefühle, richtig? Ja, deswegen und, ja, da kann man denen ja mehr vertrauen, wenn man sagt, jetzt da hast du die Kohle, jetzt geh mal Brötchen kaufen. Naja, ich denke, es ist sicherer mit einem Broker, weil er ist ja ein Mensch, der hat Gefühle und der kennt sich wirklich gut damit aus. Also unsere Broker haben mehr als 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, die halt dafür studiert haben und bis jetzt hatten wir nie Schwierigkeiten gehabt. Ja, es gab mal Verluste, aber wir haben natürlich, wie gesagt, Vorsprungssignale. Wir wissen somit, wann der Kurs nach oben steigt oder auch nach unten fällt. Ja, aber woher will man das denn im Vorfeld wissen? Weil wir haben unser Analystenteam, die Tag und Nacht den Markt verfolgen und die kennt sich, wie gesagt, damit aus, Herr Herbert. Ach, so läuft das. Das ist ja interessant. Aber also Sie haben auch einen Roboter, 300, ja? Weil die Menschen, die müssen ja auch mal schlafen. Der Roboter ja nicht. Genau, nee, wir haben auch einen Robotrader. Also, wie gesagt, das ist Ihre Entscheidung. Wie heißt der? Wenn Sie einen Robotrader haben möchten, dann ja. Ich mag Roboter. Wie ist denn der Name von dem? Also, der Roboter heißt ja Robotrader. Also der hat gar nicht so einen fancy Namen wie die aus den Filmen. Sie können ihm einen Namen geben, wenn Sie möchten. Ach, das geht, dass man da, sagen wir mal, so was Eigenes kreiert. Das finde ich jetzt sehr sympathisch. Ja, wenn Sie sich, genau, Sie können gerne ihm einen Namen geben, wieso nicht? Wir nennen sie aber Robotrainer, also. Ja, das soll ja auch nicht immer die Leute, die geben ja in der Tierhandlung, gibt man dem Hasen ja auch keinen Namen, bevor er verkauft ist. Ne? Mm-hmm. Genau. Nun, Herr Herbert, also ich denke, es ist ein faires Angebot von meiner Seite aus. Zu verlieren haben Sie gar nicht. Sie werden durch den Bonus geschützt. Und wie gesagt, es ist nur eine Testphase für 2 Wochen und später treffen Sie sowieso eine Entscheidung. Alleine. Ja, das mache ich sowieso also, immer, ne? Genau, also ich würde Ihnen raten, dass ich einmal alles einrichten soll für Sie. Und ich sende dann auch alles zu per E-Mail und Sie aktivieren dann das Konto. Wir können das ja machen, ne? Kann ja nicht schaden, sage ich mal, oder?
Auf jeden Fall, Herr Bert. Also, wie machen Sie denn Ihre Ein- und Auszahlungen? Nutzen Sie vielleicht eine Kreditkarte oder Online-Banking oder? Ich habe ja, den Vorteil, ich habe ja eine altersgerechte Wohnung und da ist die Sparkasse direkt drunter. Ne? Also ich wohne quasi auf der Sparkasse drauf. Ah ja? Oh, ja, das okay, ist sehr, gut. Das heißt, ist sehr Ihre praktisch. Transaktionen machen Sie alles bei der Bank, klassische Überweisung, richtig? Ja, ja, und für die Zeit, wenn ich mal krank bin, ne, das passiert ja auch mal, dann mache ich das alles mit dem Computer. Ah, das heißt, Sie haben auch Online-Banking, oder? Ja, ja, ich bin, also ich mal vielfältig aufgestellt. Ne? Okay, das ist gut. Also ich finde Online-Banking sehr praktisch für ältere Leute, weil sie müssen ja nicht dann immer zur Bank gehen. Sie haben jetzt ihre Bank in der Nähe, aber es gibt andere Leute, die nicht, also die Banken sind sehr weit, ne, Herr Merz? Ja, also wenn ich jetzt die Bank wechseln würde, dann hätte ich die Bank gewechselt. Dann könnte ich gar nichts mehr machen. Genau. Dann, Herr Herbert, ist denn Ihr Rechner an? Haben Sie ihn angemacht? Nee, soll ich den denn anmachen? Habe ich ja vorhin gesagt, oder? Ach so, nee, Sie sagten, Sie machen das. Deswegen bin ich jetzt nicht weiter aufgestanden. Wenn sich das geändert hat, dann muss ich da eben nochmal aufschrauben oder anmachen. Anmachen, also können Sie sich Zeit nehmen für mich und den anmachen? Ach, ja, gut. Muss ich da denn auch was tun für, weil ich habe meine Brille verlegt. Ich kann kaum gucken ohne meine Brille. Also ich finde das Gerät, aber wahrscheinlich werde ich da nicht viel sehen können. Ne? Nee, kein Problem. Ich bin ja hier, machen Sie den nur an und ich helfe Ihnen. Haben Sie denn gesehen, zufällig, wo meine Brille ist? Woher soll ich das wissen? Ich mache ja mit meinem Enkelsohn immer dieses Videotelefon. Da muss ich den nachher mal fragen, dann trage ich den durch den Raum und dann kann der das suchen für mich. Ja. Okay, ist denn Ihr Rechner jetzt an? Ich bin gerade, hab mich gerade hingesetzt. Aha, okay. So, ich mach das Ding mal an. Es kann aber ein bisschen dauern, der ist älter, so wie ich. Kein Problem, ich habe mir Zeit für Sie genommen. Bitte? Ich habe mir Zeit für Sie genommen, das ist kein Problem. Wie viel Zeit haben Sie denn? Genug Zeit für Sie. Oh, das ist ja so süß. Das habe ich früher auch immer zu meiner Katze gesagt. Aber die ist irgendwann überfahren worden. Oh, wow, wow, wow. So, was machen wir mit Ihnen? Spricht der Mann da im Hintergrund mit mir? Wer? Ja, bei Ihnen, da ist ein Mann, der spricht ganz laut. Nein, der redet mit anderen Kunden. Ach so, kann der mal ein bisschen leiser sein? Sei bitte leiser. Ja. Dankeschön. Valla, net gut oder? Sie atmet, oder nicht? Was ist das für eine? Er schreit ja da rum mit den Leuten. Haben Sie da gerade Ärger? Nein. Daniel Rabe heißt er, selbst das höre ich. Schicken Sie den mal in ein anderes Zimmer. Haben Sie einen YouTube-Kanal? Nochmal, was war die Frage? Haben Sie einen YouTube-Kanal? Ich kenne das Wort nicht. Was war die Frage? Einen YouTube-Kanal haben Sie vielleicht? Damit kann ich nichts anfangen, tut mir leid. Hallo? Okay. So, ich habe das jetzt angemacht. Hallo? Hallo? Handy auf, Menschen zu verarschen, du Volltrottel. Was bist du denn für ein kriminelles Schwein? Fick dich, du Hurensohn. Ja, du scheiß Krimineller.
Such dir richtige Arbeit. Meinen Schwanz lutschen. Komm mal her, ich mach dich fertig. Man macht das doch Spaß, Freunde. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber schade. Ich hätte die Alte gerne noch ein bisschen durch den Fleischwolf gedreht. Aber ihr habt ja auch gerne mal eine Eskalation dabei.